Hallo, 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 am 7. November, hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Er ist der Till und ich bin Sashi. Und wenn ihr ihn mal öfter sehen wollt, geht ihr auf seinen YouTube-Kanal Till und seinen Vlog. Tägliche Vlogs, Vlogs, ja. Yeah. Ja, wo sein Leben dann so dargestellt wird. So, oh, ich war heute beim Bäcker. Jo, ich habe mir heute ein Croissant gekauft. Oh, wie geil. Und der Croissant ist sogar gebogen und sowas. Ne? Yeah. So, ja. Heute gibt's da EU-Richtlinien, wie krumm die sein müssen? Bestimmt. Wahrscheinlich. Weil dann, gibt ja alles. Sonst wäre es ja ein Hörnchen. Nee, ein Hörnchen. Ein Hörnchen ist auch gebogen. Ja, aber was ist denn gerade? Ein Baguette. Dann wäre es ja ein Croissant-Stange. Eine Croissant-Stange. Nee, so eine Stange. Dann wär's ja eine Blätterteig-Stange. Ja, eine Blätterteig-Stange, genau. Dann muss man es Blätterteig-Stange nennen und nicht Croissant. Mhm. Auf jeden Fall am 7. November haben wir auch wieder ein berühmtes Geburtstagskind. Das da wäre? Ach so, ich hab das. Olaf Schubert. Happy Birthday. Ah, Olaf Schubert. Der ist cool. Mit dem Polunder. Ist der mit dem, der aus Ostdeutschland. Ja, der so, trägt nur einen Polunder. Der nur Polunder trägt. Der ist saugeil. Also ich finde ihn saugeil. Ich kann mich über den beömmeln ohne Ende. Ja, ja, er liebt ja den seichten Humor. Der ist überhaupt nicht seicht. Der Typ ist richtig gut. Echt? Ja? Ich finde, also ich hab ein paar Aufträge. Ich hab den sogar live gesehen mal. Oh. Damals in Mainz. Habe ich den gesehen. Und der ist richtig geil, ohne Scheiß. Ja, dem kann man nur empfehlen. Der hat einen richtig geilen Humor und der kann auch quatschen. Wirklich, yes. Ich würde den so gerne mal an der Sendung. Olaf Schubert, wenn du das jetzt siehst, ja, dann kommst du doch mal bei mir in die Sendung. Ich habe so Bock, mit dir zu reden einfach. Nur mal reden. Wir müssen gar kein Thema haben. Das ist alles okay. Ja, wir sagen so ein bisschen, wo kommst du her, wo gehst du hin und so. Das reicht. Dafür schmeißt er sogar mich raus dann. Gerne sogar, ja. Lieber Olaf Schubert, ist egal. Auf jeden Fall, Olaf Schubert, happy birthday, happy birthday to you. Ich bin ein kleiner Fan von dir. Nicht so ein Stalker, aber merkt so ein, man jetzt kaum. Aber so ein Fan bin ich schon so ein bisschen. Olaf Schubert. Der hat ein T-Shirt drunter. Ich habe ein T-Shirt drunter, aber nicht von Olaf Schubert. Ist egal. Am 7. Oktober erscheint auch 1844 die Zeitschrift in München, die satirische Zeitschrift Fliegende Blätter. Was hast du noch so? Also 1942, Moment, ich muss dafür erstmal wieder meine... Also ernste Haltung. Ernste Haltung. 1942 sind englische und US-amerikanische Truppen in Afrika gelandet, also an der Küste, und haben sich... Ja, mit dem Schiff. Ja. Und haben sich quasi den Achsenmächten entgegengestellt. US-amerikanische und was? Englische. Also, und haben dann die Achsenmächte, waren Deutschland und Italien, sehe ich gerade so. Da. Ja, ja, was halt so in Afrika gerade so los war. Sag das doch. Die Achsenmächte, sag bloß nicht, du weißt nicht, wer die Achsenmächte sind. Spielst du keine Ego-Shooter? Nee, nee, spiele ich nicht. Ja. Nee. Aber jetzt... Aber Olaf Schubert gucken. Natürlich. Ja. Das haben wir jetzt gelernt, das war am 7. November alles? Das war alles da. Am besten war natürlich das Satireblatt, Fliegende Blätter. Ja, und Olaf Schubert. Ja. Ich freue mich auf Olaf Schubert, der kommt bestimmt mal in die Sendung. Ich krieg den irgendwie. Irgendwie kriege ich den hier in die Sendung. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Ja. Ich sag Cheerio, Miss Sophie.